Ja, liebe Frau Hausdorfer, kann ich ja verstehen, dass Sie da stöhnen, dass Ihnen das jetzt unangenehm ist, dass wir da weiter drüber reden, sonst hätten Sie auch meine Zwischenfrage zulassen können. Aber ich will mal erstens festhalten, wenn es 39.000 Einwendungen gibt, wollen Sie dann allen Ernstes erzählen, dass ausschließlich das Bezirksamt Mitte und der Senat von Berlin genau wissen, was der Stadt gut tut? Und diese 39.000 Einwendungen, die zunächst das Bezirksamt hätte im Rahmen der Bauleitplanung behandeln müssen, jetzt der Senat im Rahmen der Bauleitplanung behandelt. Und wo das Ergebnis des B-Plans schon durch einen Vertrag mit dem Investor Groth im Grunde vorweggenommen ist, mit entsprechenden Schadensersatzregelungen für den Fall, dass das Land Berlin das Baurecht nicht schafft. Wollen Sie allen Ernstes sagen, diese 39.000 Leute sind lauter NIMBY-Idioten, die kein anderes Ziel haben, als den Senat daran zu hindern, einen preiswerten Wohnraum zu bauen? Wollen Sie das allen Ernstes behaupten? Zweitens, die ganze Geschichte wird, wenn das Volksbegehren schon angemeldet ist, vielleicht um ein halbes Jahr verzögert, das könnte sein. Angesichts der Tatsache, dass es mitunter so umstrittene Bauvorhaben gibt, wie in den Bukower-Feldern oder wie im Mauerpark, möglicherweise eben auch in Lichterfelde Süd oder bei der Kleingartenanlage Oeynhausen. Was spricht denn dagegen, die Bürgerinnen und Bürger wenigstens mal zu hören zu der ganzen Frage? So ein bezirklicher Bürgerentscheid hat eine empfehlende Wirkung, das wissen Sie doch selbst. Was beißt dieser Senat sich ab, wenn er wenigstens mal den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort die Chance gibt, ihre jeweiligen Belange in einem Bürgerbeteiligungsverfahren vorzubringen? Bürgerbeteiligung kann doch nicht nur sein, dass Sie, wenn Sie meinen, dass das Volk mal reif ist dafür, bei Wein und Kalbsleber irgendwie entscheiden, dass Sie mal eine Frage unverbindlich vorlegen, damit die Berlinerinnen und Berliner mal sagen können, wie Sie das so finden. Mit der zweifelhaften Aussicht, dass Sie sich vielleicht auch daran halten. Insofern, Sie hatten verdammt viel Zeit, in Sachen Mauerpark im Übrigen schon tätig zu werden. Die Debatte schwelt seit 2002. Seit 2002 ist Grünnutzung im Flächennutzungsplan drin. Seit 2002 hätte der Senat, hätte Ihre damalige Stadtentwicklungssenatorin alles tun können, um dieses Verfahren weiter auf den Weg zu bringen. Da haben Sie zurückgezuckt, weil Sie sich nicht schadensersatzpflichtig gegenüber der Stiftung Zukunft machen wollten, die damals Gelder für die Erstbebauung zur Verfügung gestellt hat. Sie sind dem Konflikt ausgewichen, Sie haben das Ganze liegen lassen. Und jetzt ziehen Sie es an sich. Und jetzt muss es alles ganz schnell gehen. Sie ziehen es aber erst an sich, nachdem eine Bürgerinitiative ein Bürgerbegehren angemeldet hat. Und das finde ich, das haben Sie bei den Bukower-Feldern genauso gemacht, das finde ich einfach lausig. Sie machen es bei der Michelangelo-Straße nicht, Sie machen es bei vielen anderen Bauvorhaben nicht, aber ausgerechnet dort machen Sie es. Das ist doch wirklich völlig daneben. Und der dritte Punkt, Frau Hausdorfer, mal abgesehen davon, dass der Groth dort eine Luxussiedlung hinbaut und keinen bezahlbaren Wohnraum, ist da keine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft. Das Bezirksamt Mitte will die Bebauung auch, Frau Hausdorfer. Warum, Frau Hausdorfer, warum musste denn der Senat das Ding an sich ziehen, wenn der Bezirk Mitte genau dasselbe will wie der Senat? Es kann doch nur einen einzigen Grund geben, um das Bürgerbegehren aus leerlaufen zu lassen. Und wenn das wirklich so ist, und Sie haben es in Ihrer Rede ja bestätigt, ist es eigentlich ein Skandal und straft alles Lügen, was Sie zum Thema Bürgerbeteiligung und Stadtgesellschaft ernst nehmen, hier jemals erzählt haben. Insofern, wir gucken mal, was bei der neuen Mitte draus wird. Ich glaube Ihnen ja noch nicht allzu viel, weil Sie vertreten ja spezifische Interessen, nämlich die der Immobilienlobby in dieser Stadt. Deswegen gucken wir erst mal, was da am Ende bei rauskommt. Frau Hausdorfer zur Beantwortung. Also lieber Herr Dr. Lederer, ganz allen Ernstes, mir alleinige Interessen der Immobilienwirtschaft als Lobbyistin zu unterstellen, das ist wirklich pfui. Ich vertrete viele Interessen, aber nicht nur die. So, ich muss nur mal sagen, naja, wir haben ja Wählerinnen und Wähler, wir haben Bürgerinnen und Bürger, wir haben Interessierte und Stadtentwicklung ist nun mal ein heiß diskutiertes Feld und das sehen wir hier auch. Aber das, was Sie hier ansprechen, was wir vermeintlich aus Tempelhof gelernt haben, ist ja eben, dass es nicht 12 Jahre Bürgerbeteiligung braucht, bis man zu einem Ergebnis kommt. Und es zeigt ja auch, dass Ihr Beispiel, Sie sind ja nun mal da auch besonders engagiert und involviert, da ist man schon die Frage, wer hier sozusagen der Lobbyist welches Interessens ist. Weil ich kann mich sehr gut daran erinnern, in welchen Bürgerwerkstätten und Konferenzen wir zum Mauerpark gesessen und gestritten haben, um bestimmte Zugrenzungen und wie man auch am besten verhandeln kann. Das waren durchaus sehr schöne öffentliche Veranstaltungen, die offen diskutiert wurden. Ja, auch wir waren da, auch ich habe da mit drin gesessen. Und dementsprechend kann ich da zumindest auch Zeugnis ablegen. Und Sie haben hier gerade ein paar Bauprojekte angesprochen. Dann frage ich mal zurück. Ich habe mich hier unter dem Top 15a zum Thema Oeynhausen ja drauf gefreut. Aber dann ziehen Sie Ihren Antrag, Ihren dringlichen Antrag zu diesem Thema zurück. Wieso eigentlich? Wieso haben Sie den zurückgezogen? Und das sind so Fragen, die ich mich schon stelle. Und wenn wir das Thema Bukower Felder ansprechen, das haben Sie ja auch gemacht, dann geht es ja darum, dass
bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Das ist eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft, die da plant. Und da muss ich sagen, da tut es mir leid, das ist für mich Teil der Daseinsvorsorge und muss auch hier entsprechend diskutiert werden. Weil das, was Sie hier vorgeführt haben, zeigt ja, es ist ein Beispiel, was Sie hier vorbringen. Aber die Änderung der Gesetzesvorlage soll eben diesen einzelnen Beispielen entgegenstehen und für uns eine Handlungsgrundlage für zukünftige Fälle auch mit sein. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir auch entsprechend konsensual besprechen.